Hey ihr glitschigen Privatdetektive, willkommen zurück zu The Sinking City und zu diesem schönen Product Placement, bei dem ihr im Video keine Werbung sehen werdet, nur am Anfang war ein kleiner Spot. Und ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen zu dem spannenden Fall, wo wir gerade den Mord an Throckmorton aufklären, von Albert Throckmorton. Und Louis, der Hauptverdächtige, die zeigt ja ganz schön Bein, die Frau, das ist ja schon mal ganz schön, darf man das? Ja, auf jeden Fall ist er der mutmaßliche Mörder. Und hat sich in diese Spelunke hier irgendwo geflüchtet. Na? Was? Verschwur? Verschwur? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Okay. Ja, der Barmann hat uns natürlich freiwillig den Schlüssel rausgegeben, weil er hat Schulden bei dem Kerl, bei Louis. Und hofft darauf, schuldenfrei zu werden. Also warum nicht? Kann man ja mal machen. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Throck, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Alter Schwede, was ihr es vielleicht nicht wisst, wenn ihr den Part, also die vorherigen nicht gesehen habt, er ist ein Innsmouther oder Innsmither und die sehen halt aus wie Fischgesichter, zumindest sagt das jeder hier. Wir wissen ja, also bei Call of Cthulhu oder ne, generell auch jetzt das neue Call of Cthulhu, dass Innsmouth so ein bisschen affektiert ist von den Fischmenschen und die sich langsam in solche verwandeln. Erzählen Sie von Anfang an, was ist passiert? Wir waren im Haus. Also, Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer, obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis, bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe... Er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Ah, seine Arme, der hat schon überall Schuppen auf den Armen. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere... ist dieses verdammte Lager und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war, aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Irgendwie ironisch, ein Affe von einem Fisch ermordet. Was? Warum sehen Sie... Ihr Gesicht, es ist... Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Oh, okay, wenn du meinst... Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen.
Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Boah, jetzt auf einmal eine moralische Entscheidung. Ich glaube ihm natürlich. Weil wir wissen ja, wie das hier funktioniert mit dem Wahnsinn, aber... Ich werde mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Ich weiß nicht, nee, lass mal. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Ist zwar arschig, ganz ehrlich. Weil wenn er wirklich nicht Herr seiner Sinne war, ich kann mir denken, was passiert, wenn der verurteilt wird hier. Der wird gar nicht erst verurteilt, der wird einfach dann zibbidi-zapp aufgehängt, der Fischmann. Louis' Handeln war vom Wahn beeinflusst und Albert wurde ermordet. Ja, Louis wusste, was er tat, als er mit Albert Throckmorton aneinander geriet. Oder er handelte im Wahn. Louis stand unter dem Einfluss des Wahnsinns und hatte nicht die volle Kontrolle über sein Handeln. Ich würde das hier mal sagen. Ja, es ist genau wie Sherlock Holmes, wie geil. Achso, ich kann das mit dem linken Stick jetzt. Und Albert ging eine Gefahr aus. Albert löste Anfälle von Wahnsinn aus. Louis wurde vom Wahn gelenkt. Louis tötete Albert Throckmorton, als er unter dem Einfluss des Wahnsinns stand. Er war nicht Herr seiner selbst und kann deswegen nicht für Alberts Tod verantwortlich gemacht werden. Ich könnte ihn decken, damit Robert Throckmorton ihn nicht zur Verantwortung ziehen kann. Bitte, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, das schwöre ich. Muss ich mich halt entscheiden. Aber dieser Throckmorton, der ist auch nicht so ganz sauber. Auch wenn es ein Fischmann ist und die auch nicht wirklich gerade vertrauenswürdig sind, glaube ich. Wurden vom Meer gesegnet, sagt er, weil irgendwie ist ja alles halt böse. Pest und Cholera. Na, mal sehen. Geh ich mal zu Throckmorton. Haben wir hier noch was? Nee, da ist nichts mehr. Beziehungsweise doch, ich gehe nochmal ganz kurz da hinten an den Hafen. Wo ein umgestürzter Tank liegt, der brennt. Oh, was ist das denn für einer? Hey. Wie siehst du denn aus? Alles voller Fischgedärm und Knochen in deinem Rucksack. Ah. Und jetzt ist er weg. Alter, was ist das für ein creepy Typ gewesen? Wird immer besser hier. Aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen willkommener als damals noch in Innsmouth. Ins Mouth. Ins Maul. Also, ihr wisst schon, da haben sie immer gesagt, why are you here, Stranger? Könnt ihr euch gerne angucken. Ich habe das Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Let's Play auf YouTube und auch das andere Call of Cthulhu. Sind vielleicht ganz sehenswert im Zusammenhang mit dieser Reihe hier. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber... Glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja,
Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit. Für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Oh, wer war es? Wie ich vermutet hatte, ist der Innsmouther Lewis für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich. Er versteckt sich in der hiesigen Bar. Fragen Sie einfach den Barkeeper. Er hatte wohl eine Rechnung mit Ihrer Familie offen und Ihr Sohn Albert musste sie begleichen. Oh, dieser Mistkerl wird nicht ungeschoren davonkommen. Die ganze Stadt soll Zeuge davon werden, was geschieht, wenn man sich mit den Throckmortons anlegt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Es kommt selten vor, dass sich ein Neuankömmling nützlich macht. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich weiß, es ist jetzt fies, aber warum habe ich nicht sagen können, dass der Typ vom Wahn geleitet wurde? Weil er hat ja gesagt, er will ihn öffentlich wahrscheinlich jetzt lynchen, also hinrichten lassen, so wie sich das angehört hat. Ich untersuche eine Reihe von Fällen unkontrollierten Wahnsinns, hervorgerufen von Visionen, die etwas mit diesem Ort zu tun haben. Ach, wirklich? Dann scheinen wir etwas gemeinsam zu haben. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Geologische Aktivitäten? Meinst du sowas wie Gase, die aus dem Meer treten, oder was? Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Visionen finden wollte. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Ja, ich vermute mal, die sind auch alle tot. Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wie wäre es jetzt eigentlich mal mit Bezahlung, weil wir den Mörder aufgefunden haben oder den Fall aufgeklärt haben? Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen.
Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf. Okay, krass. Was? Nur vier Patronen Kaliber 44? Was? Ich habe gerade mal 6 Kugeln bekommen für den Quatsch. Okay, wir schauen mal. Oh, Fähigkeiten habe ich ja schon. Nee, habe ich noch gar nichts. Aber ich habe einen Punkt schon bekommen. Dann nehme ich natürlich mal. Hoppala. Das hier, hohe Geisteskraft. Du erhältst mehr Erfahrung und bleibst etwas länger bei Verstand. Oder hier, du erhältst stets mehr Erfahrung, du bleibst deutlich länger bei Verstand. Ja, nehmen wir das natürlich. Zack, dann haben wir's. Du erhältst doppelt so viele Gegenstände als Questbelohnung. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Das hier, ja. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die hier bei, die beiden hier. Bei 10 und 15%, das wird sich auch später noch auszahlen, aber Belohnungen kriege ich dann halt jetzt schon mehr. Können mir für später nützlicher sein. Keine Gedankenspiele. Okay, der Fall ist abgeschlossen, wir haben alles gefunden, sehr, sehr gut. Ein Inventar. Revolver. Das Bolt-Modell D mit 6 Patronen Kaliber 44-40 ist ein treuer Gefährte und trägt nicht umsonst den Spitznamen The Widowmaker. Und 2 Patronen, ne, 2 von 21. Oh, wir können jetzt einfach so hier schon fertigen, die Sachen. Erste-Hilfe-Set, Antipsychotikum, eine Dosis eines starken Antipsychotikums, um Herr seiner Sinne zu bleiben, wenn man es am dringendsten braucht. Über die Nebenwirkungen sollte man sich besser keine Gedanken machen. Das ist ja schön. Oh ne, ich habe doch keine Patronen hier. Mach ich erstmal voll. Zack, zack, zack. Also ich kann insgesamt 21 tragen, so ist es. Alter Schwede, ist das krass. Wie wenig man hat hier. Und ich konnte keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Geht das hier irgendwo? Ach hier, Schwierigkeitsgrad. Neuankömmling. Ich spiele da nicht auf Neuankömmling. Detektiv. Hinweise, die du nutzen kannst. Wobei, der Kampf ist immer normal. Mit einem Symbol gekennzeichnet. Sind nicht mit einem Symbol gekennzeichnet. Und du hältst keine Ermittlungstipps, keinen Hinweis, den Gedankenspiel oder Fallmappe-Bildschirm aufzurufen, um deine... Und keine Meldung, wenn du alle Schlüsselhinweise gefunden hast. Wir nehmen Detektiv und... Kampf. Leicht normal, schwer wäre das normal. Weniger resistent gegen den Wahnsinn. Ja, komm. Und erste Hilfeset stellen deine volle Lebenskraft wieder her. Wir lassen das so. Oh. Oh. Okay. Wir speichern nochmal. Da werde ich das nochmal laden müssen, weil ich möchte die Hinweise dann selber finden. Das geht schon, oder? Was haben wir jetzt? Was sind wir jetzt? Manuela, das war der letzte. Gut. Ja, dann haben wir den ersten Fall ja schon gelöst. Das ging ja sehr fix. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, hey, warum hast du den armen Kerl da verpfiffen? Er war nicht Herr seiner Sinne. A, liegt das daran, dass ich ihn nicht kenne und es mir eigentlich egal ist. B, ich habe gedacht, ich kann sagen, dass er dem Wahnsinn verfallen ist, um das vielleicht so ein bisschen abzumildern. Und C, Throckmorton ist, glaube ich, keiner, den man anlügen sollte. Das hätte mir auf jeden Fall noch in den Hintern gekniffen später. Und mit Kneifen meine ich, es hätte echt Probleme gegeben. Ich will ihm jetzt nicht in den Hintern kriechen, nur sollte man, wie gesagt, erstmal tun, was er sagt. Und seine Aufgaben erfüllen hier. Es gibt vielleicht noch andere Questgeber, die genauso sind, mal sehen. Aber vielleicht werde ich mir auch mal ein bisschen in die eigene Tasche wirtschaften, wer weiß. So, wir gucken mal.
Was macht das Boot? Bringt mich das an andere Orte? Ich muss ja auf jeden Fall erstmal zum Hotel. Devil's Reef Hotel, da ist es schon. Was hat er gesagt? Er ist... Riverside, wo haben wir es denn? Er ist in Old Grove, da ist sein Anwesen. Boah, also ich schätze mal, das ist alles nicht besonders schön hier. Weil es sieht alles ziemlich wrackig aus und ziemlich kaputt und dreckig. Alter Schwede, was war das gerade? Warum hat er geträumt, dass er von einem riesigen Tintenfisch gefressen wird? Verschollen im Meer. Robert Throckmorton finanzierte eine Expedition, um der Ursache für die Massenhysterie in Oakmont auf den Grund zu gehen. Dabei sollte der Meeresgrund nahe Oakmont untersucht werden. Der Kontakt mit der Expedition brach schon bald ab. Offenbar war Throckmorton der einzige Überlebende bei seiner... Der einzige Überlebende wurde bei seiner Rückkehr jedoch ermordet. Ich wurde damit beauftragt, andere Teilnehmer der Expedition ausfindig zu machen, ob sie nun tot sind oder noch am Leben. Robert Throckmorton erwartet mich mit meinem Bericht in seinem Haus im südlichen Teil des Bezirks Old Grove. Ja, sehr gut. Alter Schwede, was für Visionen. Mein Tagebuch. Teil 1. Ich weiß nicht, warum die USS Cyclops gesunken ist. Ich erinnere mich nur an Schreie, knarzendes Metall, reinströmendes Wasser und die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich je hatte. Ich fand mich im Wasser umgeben von Seetang wieder und konnte mich auf eine kleine Insel retten. Als man mich dort fand, war ich halb verhungert und murmelte im Wahn über uralte Ruinen. Dinge über uralte Ruinen und ihre Bewohner. Relief? Hä? Angeblich war nichts davon real, aber ich erinnere mich ganz genau und die übernatürlichen oder die widernatürlichen Fähigkeiten, die ich seitdem habe, bekräftigen dies. Ich entdeckte auf dieser Insel etwas Altes, Finsteres, Schreckliches. Und es folgt mich noch immer. Ach, das ist die Mannschaft, hä? Die Mannschaft der Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Ja, treu bis in die Ewigkeit. Das ist nicht eigentlich Semper Fidelis? Nee, Semper Fi. Ja. Oh, was ist das denn? Eine Hundemarke? Charles W. Reed. Nie wieder, hoffe ich. Na, damals waren die noch nicht so schön gestanzt wie heute, ne? Bitter. All that we see or seen is just a dream without a dream. Within a dream. Alles, was wir gesehen haben, oder alles, was wir sehen oder gesehen haben, ist nur ein Traum in einem Traum. Da war das Theme? Also scheint nur ein Traum, egal. Oh, Laudanum. Ja, das hat man damals, glaube ich, gegen verschiedene Leiden genommen. Eigentlich ist es ja ein Gift, ein großer... Also es ist ein... Ja, ihr seht schon, Schlafmohn. Egal, wie viel von der Medizin ich nehme. Die Visionen hören einfach nicht auf. Ja, ist halt auch nicht gerade ungefährlich, weil ich meine, guck dir ihn dir mal an. Er sieht schon ziemlich fertig aus. Ich glaube, irgendwann wird er an der Laudanum-Konsum-Sucht da drauf gehen. Oh! Oh! Man kann sich umziehen? Das ist ja mal geil. Bitte was? Sammle alle mystischen Bücher, freigeschaltet mit DLC. Bitte was? Bitte was? Oh, Sherlock Holmes. Seht mal. Alle Bücherwürmer. Also sammle... Ne, bring den Fall... Im Nebenfall Bücherwürmer alle Bücher. Bring dem Sammler. Wow, ich kann nicht lesen heute, Leute. Oh, ein Pestdoktor. Erfahre im Nebenfall Feldstudien alles über Wildebeester. Ein Polizist in Überstunden. Ich will gar nicht so viel lesen jetzt. Wir gucken nochmal die Kostüme. Ach, guck mal hier. Vanderberg. Gangster. Beigeschaltet im Lauf der Geschichte. Ich weiß, ihr wollt vielleicht mal die Kostüme sehen, dass ich die trage, aber ich find's irgendwie... Ich find's irgendwie... Soll ich sagen... Besser, wenn ich jetzt so rumlaufe, weil du so willst das Spiel ja auch. Ich habe nur eine Garderobe mit und das passt ja auch. Übergriffe auf Innsmouther. Oder Innsmouther.
Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlinge aus Innsmouth ist gestiegen. Die Gewaltbereitschaft nimmt zu, weswegen mehr und mehr Innsmouther Opfer von tätlichen Angriffen werden. Es gab bereits Fälle, bei denen ganze Familien tot in ihren Häusern aufgefunden wurden. Die Polizei sah sich genötigt zu handeln. Sie schloss bereits mehrere illegal geführte Geschäfte von Innsmouthern und nahm ihre Besitzer fest. Man hätte diese Stadt schon längst von diesem fischgesichtigen Abschaum säubern sollen, sagte Robert Throckmorton, das Oberhaupt der Throckmortons, einer der großen Familien von Oakmont. Hätten wir unsere Bürgerpflichten nicht vernachlässigt, wäre mein Sohn Albert noch am Leben. Oje. Ja, das hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass es ein bisschen entspannter wird alles. Mitteilung von J. van der Berg. Von Johannes. Mr. Reed. Wie es scheint, haben Sie sich bei den Ermittlungen für Mr. Throckmorton überanstrengt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich so dreist war, Sie ungefragt ins Devil's Reef zu bringen, als Sie bewusstlos waren. Bitte passen Sie in Zukunft besser auf sich auf. Ich kann nicht jedes Mal zur Stelle sein, wenn es brenzlig wird. Johannes. Ach, Johannes. Hat sich aber schon so ein bisschen ningelig angehört. So, ich kann nicht immer da sein und dich beschützen. Du Arsch. Oh, sehr gut. Patronenhülsen. Ich hoffe mal nicht, dass ich allzu viel rumballern werde. Oh, ich habe sogar ein Türschild. Da fühlt man sich glatt ein bisschen wie zu Hause. Ich vermisse Boston schon. Ist viel los hier, ne? Und guck mal, die anderen Zimmer sind nicht so schön wie meins. Die Albträume. Ich habe die Fenster verrammelt und die Tür abgeschlossen. Die Männer des Gelben Königs sind schließlich nur Menschen. Reinkommen werden sie jetzt sicher nicht mehr. Tja, nur bin ich allein. Allein mit diesen Albträumen. Schon bald werde ich ihren Sinn verstehen. Der Gelbe König? Van der Berg? Wahrscheinlich ist er auch ein ziemliches Schwein, wenn ich so drüber nachdenke. Was verspricht er sich davon, dass wir hier sind? Passen Sie auf. Mr. Archer, ich habe gesehen, wie Sie Gegenstände in Ihr Zimmer gezogen haben. Passen Sie auf den Boden auf, da ich Ihnen sonst jeden Kratzer in Rechnung stellen werde. Der Hotelbesitzer. Die Tür gibt nicht nach. Ja, der Boden sieht auch sehr, sehr schön und gepflegt aus. Kann ich verstehen, wenn er da ein bisschen böse wird. Also wenn mir da was aus Parkett kommt, Junge, ich kack dir ins Müsli. Erstmal hoch. Aber hallo. Oh, die Zimmer. Wenn das das schönste Hotel hier im ganzen Kaff ist, ich weiß ja auch nicht. Zu viele Zufälle. Der Leuchtturm leuchtet nicht mehr. Mehrere Schiffe irrten deswegen auf dem Meer umher und manche von ihnen verzieren nun die Strände der Stadt. Es gibt da einen geschäftsüchtigen Kerl am Hafen der Stadt, der Schrottsammler damit beauftragt, Schiffe zu bergen. Er verkauft sie und erwirtschaftet damit ordentlich Profit. Das kann kein Zufall sein, ich muss der Sache nachgehen. Wenn es nur nicht so unglaublich schwer wäre, sich in der Stadt zurechtzufinden. Hat hier auch vielleicht ein Ermittler gewohnt, ein Detektiv? Und jetzt nicht mehr, weil er vielleicht an irgendeiner Infektion gestorben ist, als er auf Toilette war? Wer weiß, aber es sieht ganz so aus. Da würde ich lieber irgendwo an den Hafen, an den Strand machen oder so, das macht anscheinend eh jeder so, wie es da aussieht. Alter Schwede, was ist das denn für ein Bild? Alter Verwalter, das ist ja mal richtig unheimlich. Da kann ich mal ein Foto von machen. Bah, ist das eklig. Ich meine, bringt das überhaupt was? Sind die Fotos denn überhaupt irgendwo gespeichert? Das sieht echt so aus, als könnte man es sammeln oder so, aber irgendwie ist damit nichts anzustellen. Leider. Hört man dieser Singsang die ganze Zeit, das ist so unheimlich. Verdammt creepy einfach. Also ich finde, die Sounds haben sie richtig gut gemacht. Die erzeugen bei mir so ein bisschen unangenehme Spannung. Endlich sind sie wach. Also, wenn sie hier bleiben wollen, Mister, dann machen sie in Zukunft nicht so einen Krawall. Peter Stormare sieht nicht gut aus. Verzeihen Sie, wer sind Sie nochmal? Haben Sie sich den Kopf gestoßen? Ich bin Victor Olmsted und mir gehört dieser Laden. Das Devil's Reef Hotel. Wunderschön hier. Krawall? Um seine echte Perle. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine Gäste haben sich anständig zu verhalten. Gestöhne, Gegröhle und dergleichen will ich hier nicht hören, verstanden? Okay, tut mir leid. Ich weiß zwar nicht wirklich, was vorgefallen ist,
aber ich reiße mich zusammen. Tun Sie das, denn sonst müssen Sie unter der Brücke schlafen, wie die anderen Neuankömmlinge. Sie sind nicht gerade nett zu Ihren Gästen, aber ohne Sie könnten Sie Ihr Hotel dicht machen. Die Neuankömmlinge, die seit der Flut hierher kommen, sind doch alle verrückt. Was meinen Sie damit? Sie können sich nicht vorstellen, was für seltsame Notizen und Bücher ich auf Ihren Zimmern finde, wenn Sie wieder weg sind. Die taugen nur für den Herd in der Küche. Darf ich einen Blick darauf werfen? Wusste ich's doch. Niemand mit klarem Verstand würde sich dafür interessieren. Aber Sie wollen natürlich einen Blick darauf werfen. Gut, wie Sie meinen. Sie können den Krempel haben. Dass du Kiemen hast, ist dir noch nicht aufgefallen, oder? Oha, was habe ich da jetzt alles bekommen, sag mal. Fallmappe. Brief an Augment. Verzweifelte Frau. Ganz gleich, wie viel die Flut Augment genommen hat, die Stadt umgibt immer noch etwas Widernatürliches. Ich kann nicht aufhören zu gehen. Was, zu gehen? Selbst wenn mich da noch weitere Visionen plagen werden. Im östlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor, nahe der Kreuzung Fitz O'Callaghan Street und Old Church Road, passierte es dann. Ich war eine Frau, eingesperrt in ein Zimmer, infiziert und dahinsiechend. Mein Körper verwandelte sich. Es juckte schrecklich und mein Gesicht. Ich presste meine Hände gegen die Haut, damit es nicht wächst, bis ich irgendwann erstickt bin. Danach saß ich weinend auf der Straße, bis mir ein Innsmouther einen Tritt verpasste und mich aufforderte zu gehen. Alter Schwede, was ist denn los mit denen? Oberfläche. Nee, alleingelassenes Kind. Die Visionen stellen mich auf eine harte Probe und bringen alte Ängste zurück an die Oberfläche. Als ich noch klein war, hatte ich Angst, alleingelassen zu werden. Ich dachte, meine Eltern würden einfach gehen und nie mehr zurückkommen. Als ich heute im östlichen Teil des Bezirks Coverside unterwegs war, genauer gesagt an der Kreuzung St. Elmo Lane und Kingsport Street, hatte ich plötzlich eine Vision. Ich war allein in einem Zimmer eingesperrt und hatte Hunger und Angst. Vom Gang hörte ich Kratzgeräusche und schreckliches Geschrei. Es könnte unsere Katze gewesen sein. Ich konnte weder weglaufen und noch mich verstecken und wartete sehnlichst auf die Rückkehr meiner Mutter. Oh, lass mich raten, die Fragezeichen bedeutet, ich kann mich da umsehen an den Ecken. Oh, geil. Freue mich auf die Visionen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe Angst, dass mich jemand verfolgt. Und zwar seit ich im westlichen Teil des Bezirks Advent unterwegs war und an der Kreuzung Purity Road und Oak Street eine Vision hatte. Ich sah Spiegel mit Reflexionen und jemanden, der darin gefangen war. Sein panischer Gesichtsausdruck, als er vergebens versuchte, sich zu befreien, wühlte mich auf. Seitdem verfolgt mich, immer mit gewissem Abstand, ein sehr großer, dünner Mann. Der Slendy. Beunruhigend ist, dass ich ihn im Spiegel sehe, aber nie von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich mich an die Polizei wende, macht man sich auf der Wache bestimmt über mich lustig. Ich sollte mir einen Revolver zulegen und üben. Oh mein Gott, das wird immer besser. Rauschen in den Ohren. Ich war in der Lambert Street im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights unterwegs, als es wieder geschah. Ich hatte nicht nur eine Vision, sondern hörte auch ein Geräusch. Es klang wie das Rauschen eines Radiogeräts und wurde immer lauter. In diesem Rauschen waren Stimmen gefangen, die ich leise aus der Ferne verzweifelt schreien hörte. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, da ich nicht wollte, dass die Einheimischen argwöhnisch werden. Als ich die Bulwark Street in Richtung Hilo Street entlang ging, sah ich Bilder. Da war ein Mann umgeben von Radiogeräten, der mit diesen Geräten sprach. Er starb und dann verschwand die Vision. Der Ruf des Meeres. Heute Nacht sah ich mich gezwungen, das Hotel zu verlassen. Der Gestank von fauligem Seetang und Fisch war unerträglich. Ich erinnerte mich an einen großen Apfelbaum, wo es jetzt sicher angenehmer sein würde. Zudem wollte ich nicht, dass der Hotelbesitzer etwas von meinen Anfällen mitbekommt. Wenige Häuserblocks von den Apfelbaum entfernt, auf der E. Brown Street im Zentrum des Bezirks The Shells, bekam ich eine Vision. Ich dachte, ich würde ertrinken. Ich begann zu rennen, als ich an der St. Michael's Road vorbeilief, war ich plötzlich vom Wasser umgeben. Es rief nach mir und ich musste mit aller Kraft dagegen ankämpfen, mich hineinzustürzen. Ein widerlicher emotionaler Ausbruch. Ganz gleich, wie sehr sich meine Visionen voneinander unterscheiden mögen, furchterregend sind sie immer. Heute war es ein Mann. Er verließ ein Haus in der Warwick Street, im südlichen Teil des Bezirks Old Grove, irgendwo zwischen der Seaside Street und der Hillside Street. Wir sahen uns in die Augen und in mir kamen sonderbare Emotionen hoch. Ich sah ihn unter Monstern, die er berührte, umarmte und küsste. Die Vision war so intensiv, dass ich mein Frühstück erbrach. Er ging an mir vorbei und sagte, dein Neuankömmlinge. Gott sei Dank blieb er nicht stehen. Selbst jetzt noch sehe ich die Kreaturen um diesen Mann, wenn ich meine Augen schließe. Also dein heißt verdammt, dein oder droch?
Rauch heißt verdammt, aber dein? Was ist denn nochmal dein? Verdammte vielleicht. Gut, Leute, das war ein sehr langer Part. Ich habe viel gelesen. Nächstes Mal geht's weiter damit. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst mir gerne eine Bewertung unter dem Video und schreibt mir doch gerne eure Meinung, ob ihr das gut findet, wie es gerade läuft und ob ihr euch über die ganzen Texte freut. Also ich find's mega. Ich gebe mir auch ein bisschen mehr Mühe beim Vorlesen. Ah, guck mal, das ist so eine Krabbspinne. Alter Schwede, die sind echt so groß, die Viecher, ne? Guti, wir sehen uns wieder zu The Sinking City. Ich freue mich sehr darauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.